Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3 und ich bin immer noch begeistert. Ich habe das nochmal hier in der Pause gerade angeguckt, alles. Das sieht einfach alles so mega übertrieben gut aus. Mass Effect schön wie nie zuvor und wir müssen hier auf das Schiff, um die Normandy zu erreichen. Und den neuen Gefahren zu entgegnen. Wow. Was zur Hölle sind das denn für Dinger? Moderne Future-Kannibalen, würde ich sagen. So. Oh. Wo, wo, wo? Sieht ruhig aus. Ein Funkgerät finden. Hier ist was, aber... Ne, das ist nichts. Shepard, hier drüben! Was denn? Ich habe ein Funkgerät gefunden. Also doch. Normandy, hier spricht Anderson. Hören Sie mich? Was ist Ihre Position, Admiral? Bei einem abgestürzten Shuttle im Hafen. Ich aktiviere sein Notsignal. Schicken Sie Unterstützung. Wir haben Verwundete. Lieutenant! Ich habe das Signal verloren. Hoffentlich funktioniert das Notsignal. Und zwar bald. Wir haben Gesellschaft. Oh, fuck. Hoffentlich ist hier das, Maschinengewehr genauer. Ja, ist es. Auf jeden Fall. Das fand ich ja in Teil 1 so schrecklich. Wow. Ah, ich glaube, ich weiß, was unser Schild ist. Das passt nicht zusammen, dass das in Rot ist hier, anscheinend. Hoffentlich sind sie bald da. Genau. Ja. Wow. Die Munition aus. Ja, mir auch. Wie mache ich das denn? Aha. Wow. Wir haben nicht mehr so viel Muni. Oh shit. Wir können es ja mal so mit versuchen. Wow. Ich habe keine Muni mehr. Wow. Wurde aber auch Zeit. Vorwärts. Willkommen zurück, Shepard. Danke! Shepard! Kommen Sie! Ich gehe nicht. Von diesen Männern gibt es noch 1 Million mehr und sie brauchen einen Anführer. Wenn Sie bleiben, muss ich auch bleiben. Wir kämpfen gemeinsam, Anderson. Diesen Kampf können wir aber nicht gewinnen, nicht ohne Hilfe. Wir brauchen jede Spezies und ihre Schiffe, um eine Chance auf einen Sieg über die Reaper zu haben. Überzeugen Sie den Rat davon, dass er uns hilft. Und wenn Sie nicht auf uns hören? Dann sorgen Sie dafür, dass Sie es tun. Und jetzt gehen Sie. Das ist ein Befehl. Ich nehme von Ihnen keine Befehle mehr an. Schon vergessen? Hiermit sind Sie wieder im Dienst, Commander. Sie wissen, was zu tun ist. Ich komme zurück und ich bringe jede Flotte mit, die ich finde. Viel Glück. Für Sie auch, Shepard.
Was zum Teufel ist los? Wo ist Anderson? Wohin soll's gehen? Hey! Wir gehen. Wie, weg? Was ist hier los? Anderson will uns auf der Citadel, um Hilfe für den Kampf zu holen. Quatsch, das wird er niemals befehlen. Mir gefällt das auch nicht, aber wir müssen es tun. Wir haben keine Wahl. Ohne Hilfe ist der Krieg schon vorbei. Vergessen Sie's. Setzen Sie mich ab. Genug. Ich würde auch lieber bleiben und kämpfen. Wir fliegen zur Citadel. Sie können dort einen Rückflug buchen, wenn Sie wollen. Commander! Joker, sind Sie das? Ihr lebt und lebt. Ich habe hier einen Notruf von Admiral Hackett für Sie. Durchstellen. Shepard, wir haben schwere Verluste erlitten. Der Übermacht, die mit konventionellen Mitteln nicht besiegen. Anderson hat mich schon zur Citadel beordert. Ich soll mit dem Rat reden. Außenposten auf dem Mars. Kontrolle über das System verloren. Jawohl, Sir. Wir haben im proteanischen Archiv Dr. Tassoni nachgeforscht. Die Reaper aufzuhalten. Einziger Weg, sie zu besiegen. Ich melde mich. Hackett Ende. Joker, nehmen Sie Kurs auf das Mars-Archiv. Mars? Hat erledigt. Das ist Loco. Warum der Mars? Was glaubt er denn, was wir dort finden? Weiß ich nicht, aber wenn es uns hilft, diesen Krieg zu gewinnen. Zusammenpacken. Ich habe versucht, über sichere Kanäle den Mars zu erreichen, aber niemand antwortet. Anzeichen von Reaper-Aktivität? Negativ. Edi? Die Basis scheint online zu sein. Möglicherweise wurden die Bewohner evakuiert. Das werden wir schon bald wissen. Halten Sie sich bereit, Joker, nur für den Fall. Verstanden. Norman, die Ende. Wir sind fast da. Immer noch kein Kontakt zur Basis, aber es kommt ein schwerer Sturm in unsere Richtung. Wie lange bis er da ist? Höchstens eine halbe Stunde. Danach werden wir Probleme bei der Kommunikation mit der Normandy kriegen. Verstanden. Und somit... Was? Ja, direkt Stufe 27, ne, würde ich auch sagen. So. Und wir können wieder ganz üblich unsere Punkte hier verteilen, ne? Für alles, was wir so haben. Und ich würde sagen, dass wir erstmal hier Warp machen. Oder? Oder Singularität? Nein, wir machen Singularität, genau. Das war falsch. So funktioniert das. So. Erhöht. Und was können wir hier machen? Dauer der Singularität. Erstmal der höhere Wirkungsradius. Was? Achso, das geht auch noch. So, schnelleres. Verursacht 20% Schaden. Okay, am Ende lässt die Singularität am Ende explodieren. Ja, machen wir das erstmal, aber das andere können wir jetzt auch gleich. Können wir uns nicht leisten.
Man kann sich immer nur eins machen. Ach so. Gut, dann Biotech-Meisterschaft. Schockwelle klingt interessant. Bringen Sie mit einer kaskadenförmigen Dings da. Oh Gott. So. Was machen wir? Erhöht das Tempo. 20% mehr. Was haben wir hier? Der Radius wieder erhöht. Mehr Kraft. Erstmal den Radius erhöhen. So. Oh. Hebt Ziele kurzzeitig in die Luft. Was haben wir da? Aufladetempo. Nehme ich das lieber. So. Bei Warp. Hey, Doppelklick ist das ja. Vergesse immer wieder. So. Schaden wird erhöht. Schaden werden um 50. Also der Detonation nur. Ne, da mache ich lieber den normalen. Okay, ich habe nicht mehr genügend Punkte. Okay, und die haben natürlich auch noch Sachen. Ashley Williams. So schön, die wieder an Bord zu haben. So, Inferno-Granaten mache ich eigentlich nie. Setzen Sie Barrieren und Schilder außer Gefecht. Das klingt doch gut. So. Was haben wir da? Gruppenmitglieder halten und das Gruppe mit 50% Aktivität. Nö, die soll lieber selbst was Besseres kriegen. Mehr Kopfschussschaden. Reserve, Munition, Kapazität. Naja, der Kopfschussschaden, so. Und verbessert die Chance, ein Zirbel zu betäuben. Uiuiui. Nee. Lieber Schildschaden. So. Der Betäubungsschuss, das klingt auch sehr interessant. So. Das geht nicht, da habe ich nicht genügend Punkte für. Und was hat James? Verstärkung, versteckt Panzer. Splittergranate, ja gut. Blutblatt, reißen Sie ein Ziel mit diesem mächtigen Angriff und Schüsse. Boah. Ich glaube, das nehme ich lieber. So. Was haben wir hier? Erhöht Wirkungsradius, erhöht den Schaden um 30%, das nehme ich direkt. Machen Sie Feinde handlungsunfähig, indem Sie sie zu Boden schlagen. Nö. Nein, lieber Aufladetempo erhöhen. Schaden gegen Panzerte um 65. Schaden um 50. Ich nehme lieber den Schaden an insgesamt. Da haben wir, glaube ich, mehr von. Dann Verstärkung. Machen wir auch noch so. Erweitern. Also. Klingt sehr gut. Haben wir das geschafft? Und jetzt sind wir hier auf dem Mars. Das sieht einfach so unfassbar gut aus. Das ist ein heftiger Sturm. Aus der Nähe wirkt er viel größer. Ach was, Lieutenant. So schlimm ist es nicht. Er kann uns aber trotzdem umbringen. Der Krieg auf der Erde macht mir mehr Sorgen. Oder der Umstand, dass niemand Meldung macht. Okay. Ach ja, wir haben ja, kriegen ja fürs Fokussieren Punkte, was ich so ganz verstehe, aber gut. Wie war das mit... Nee, F ist Nahkampf. Wow, V war das, genau. Für die Maßanlage ernähren, genau. Was ist das? Oh, eine Waffe. Allianz. Sergeant Reeves. Er hat wohl keinen Widerstand geleistet. Hier stimmt etwas nicht. Halten Sie sich bedeckt, bis wir wissen, was vor sich geht. Verstanden. Eine Waffe. Rüsten wir doch mal aus, ne? Also mit dem Inventar müssen wir dann auch noch gucken, ne? Was war da so? Interessantes machen. Maschinenpistole, die Salve mit 6 Schüssen abfeuert. Aha. Prinzipiell schieße ich ja lieber eigentlich mit Pistolen in Fallout, genau. Wow! Scheiße. Sie richten sie hin. Jetzt wissen sie, dass wir hier sind. Ja.
Eieiei. Wo ist denn der letzte? Die Deckung bringt dir nichts. Probieren wir doch mal gleich unsere neuen Fähigkeiten. Das geht nicht, okay. Ach doch, das geht. Nice. War da noch ein Gegner? Ich hab's jetzt nicht gesehen. Ach da. So. Sehr schön. Wow. Hinterm Felsen, ey. Die Typen waren von Cerberus, oder? So hat's ausgesehen. Was macht Cerberus hier auf dem Mars? Gute Frage. Sie wissen's nicht? Ich gehöre nicht mehr zu Ihnen, Ash, falls Sie das meinten. Meinte ich nicht. Aber Sie müssen zugeben, das passt alles ein wenig zu gut. Ja, das stimmt schon, allerdings. Wow. Wow, Granate im Anflug. Shit, ich will immer die Skills von Mass Effect 1 noch nutzen. Ich wollte gerade diesen Betäubungsschuss machen. Sieht nicht so aus, als wären sie gewaltsam eingedrungen. Ja, da sind nur ein paar Fahrzeuge. Dann hatten sie wohl Hilfe. Ein Insider. Wahrscheinlich. Man bräuchte viel mehr Männer und Feuerkraft, um die Anlage anders einzunehmen. Oh shit. Und wieder die schönen Fahrstühle. Ich brauche eine klare Antwort, Shepard. Worauf? Warum ist Cerberus hier und was haben Sie mit denen zu tun? Wieso sollte ich wissen, was die vorhaben? Sie haben für sie gearbeitet. Soll ich glauben, dass sie es jetzt nicht mehr tun? Naja, es war ein vorübergehendes Bündnis. Oder? Sie haben für mich gearbeitet. Nee, es war ein vorübergehendes Bündnis, nur es gibt's jetzt nicht mehr. Wir haben uns zusammengetan, um die Kollektoren zu vernichten, das ist alles. Sie haben sie von Grund auf neu zusammengesetzt. Sie haben ihnen ein Schiff gegeben, Ressourcen. Hören Sie zu, ich hatte seit der Zerstörung der Kollektorenbasis keinen Kontakt mehr mit Cerberus. Und ich weiß nicht, warum Sie jetzt hier sind oder was Sie wollen. Seit er wieder auf der Erde ist, wurde Commander Shepard ständig beobachtet. Es kann also keine Kommunikation gegeben haben. Tut mir leid, Shepard. Es ist nur... Wir haben viel durchgemacht. Ich sollte mich nicht derart erklären müssen, Ash. Bitte, vertrauen Sie mir. Das tue ich ja. Es ist nur... Ganz ruhig, Lieutenant. Sie gehört zu uns. Shepard, der Göttin sei Dank, Sie leben. Liara? Ich war besorgt, als die Berichte kamen. War der Angriff schwer? Ja, es war schwer wegzugehen. Ashley, tut mir leid. Aber warum sind Sie hier? Befehl von Hackett. Er sagte, Sie wüssten, was vor sich geht. Ja. Halleluja. Endlich Antworten. Vielleicht. Ich habe Pläne für ein Gerät der Proteaner gefunden. Damit könnte man die Reaper vernichten. Hier, auf dem Mars? Ja, in den Proteaner-Archiven. Und das erfahren wir jetzt? Wir wissen schon seit Jahrzehnten von dem Archiv. Warum jetzt? Eliminierungsprozess. Gemischt mit einer Portion Verzweiflung.
Als ich von dem Alpha-Portal-Vorfall erfuhr, wusste ich, dass ich was tun musste. Hackett wusste es auch. Ich habe ihn kontaktiert und wir haben unsere Ressourcen gebündelt, um gegen die Reaper vorzugehen. Meine Suche führte mich her. Hackett hat mir Zugang zum Archiv verschafft und mich über ihren Status auf dem Laufenden gehalten. Ich wollte sie besuchen, aber... Sie haben das Richtige getan. Ich stand unter Hausarrest. Ich hätte Ihnen sowieso nicht viel helfen können. Sie haben vermutlich recht. Jedenfalls hat sich meine Arbeit gelohnt. Das Archiv ist voller Daten, eine überwältigende Menge. Ich habe wohl gefunden, was wir brauchen. Das sind endlich mal gute Nachrichten. Klingt, als wäre diese Waffe unsere beste Chance, die Reaper zur Hölle zu schicken. Es ist keine Waffe. Noch nicht. Es sind Baupläne für ein Gerät. Das ist mehr, als wir vor einer Minute hatten. Wie kommen wir daran? Das Archiv ist auf der anderen Seite der Bahn da. Falls Cerberus es nicht abgeriegelt hat. Hinter was sind die her? Die scheinen sie unbedingt fangen zu wollen. Sie wollen, was ich auch will. Was wir alle wollen. Aber warum? Die Proteaner standen kurz davor, die Reaper zu besiegen. Sie hatten Pläne für ihre Zerstörung, aber zu wenig Zeit dafür. Und alles, was mächtig genug ist, um die Reaper zu vernichten. Ist etwas, an dem Cerberus automatisch Interesse hat. Es ist also ein Rennen zum... Wir haben Gesellschaft. Immer her damit. Diesmal nicht, James. Was? Gehen Sie zurück zum Shuttle. Wenn Cerberus vor uns im Archiv ist, müssen Sie die Ausgänge überwachen. Aber... Sofort, Lieutenant. Sie kommen näher. Wir sollten in Deckung gehen. Sie haben uns gefunden. So ist das. Nett, 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 nett. So, mit Liawa dabei. Das ist doch mal wieder ein Spaß. Das schöne alte Team. Ja, selbst in die Singularität gelaufen. Das waren alle. Gut, suchen wir einen Weg nach oben. Ach, schön mit dem Deckungswechsel. Aber nach oben gehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dann bin ich hier mit meinen kleinen Ladies alleine und bis zur nächsten Folge. Tschüss.